Folge 6. Jawohl. Willkommen zurück, Murdered Soul Suspect, Folge 6. Auf der Spurensuche nach dem Unfall mit Brad. Und ja, wir schauen mal, dass wir... Mal gucken, ob wir noch irgendwie zwei Hinweise finden, weil uns fehlen noch zwei und die müssen hier sein, die Hinweise. Weil hier in dem Bereich, wenn ich jetzt weggehe, ist der Hinweis weg. Das heißt also, ist es hier so ein... Haben die vielleicht was gesehen? Wenn wir schon nicht sicher sind. Nee. Wer dann? Die Frage ist, was für Hinweise? Hier ist auch zu weit weg, oder? Ja. Der hat doch wahrscheinlich auch nichts gesehen, ne? Ne. Weil das ist ja später gewesen. Die stehen ja jetzt hier. Das ist ja Quatsch. Was mit ihm hier? Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Nee. Das ist ja Quatsch. Welche können Sie denn noch gesehen haben? Was mit ihm eigentlich hier? Anscheinend wurden alle von dem Knall aufgeschreckt. Was zum Teufel war das? Geheimnisvoller Knall. Sie haben alle einen lauten Knall gehört, der sie erschreckte. Wenn ich nur wüsste, was sie gehört haben. Da sollte ich vielleicht mal Brad fragen. Ein lauter Knall ist schon sehr merkwürdig. So. Gehen wir mal zu Brad. Vielleicht kann er uns da irgendwas erzählen über den lauten Knall. Sollen wir mal schauen. La 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 la. Hey Brad! Was ist mit dem Knall? Okay. Können wir gar nichts machen. Ich dachte, man kann jetzt Brad befragen wegen dem Knall, aber... Dem ist anscheinend nicht so. Und nü? Vielleicht auch nochmal zur Tankstelle oder so, dass wir da vielleicht irgendwie... La 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 la. Was für ein lauter Knall. Es kann ja nur ein Unfall gewesen sein oder vielleicht, dass die Zapfsäule aber explodiert, kann ja auch nicht sein, weil dann wäre hier echt alles weg. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht, dass wir auch hier nicht weiterkommen. Mit Brad und Pat. Können wir denn hier nochmal was nachschauen? Geheimnisvoller Knall. Wenn ich das nur wüsste. Ja, Knall. Brad führte ein Telefonat, hat ein Taxi. Genau. Rick übergab sich. Laura tankt. Laura war gerade dabei, den Tank aufzufüllen, als sie das laute Geräusch hörte und Abbruch. Brad. Grauenvoller Autounfall. Es macht nicht viel, aber vielleicht bietet dieser furchtbare Autounfall Hinweise auf das, was in der Nacht geschah, ja. Achso, das hatten wir schon. Sonst gibt es aber auch, das sind jetzt nur die Hinweise für uns quasi. Okay. Tja, das mit dem Auto, das sind 11 Hinweise. 8 haben wir. Also noch 3. Die Frage ist, wo? Und ich frage mich, wie der gefahren ist. Also die Mauer muss man sich ja wegdenken. Dann wird er hier lang gefahren sein. Aber wie hat er das denn geschafft hier? So zu parken. Alter Schwede. Gibt es denn hier keinen anderen... Ich höre gerade einen Zug auf dem linken Ohr. Wer ist gefahren? Ich glaube nur nochmals dran, dass Brad gefahren ist. Es gibt aber auch keinen Hinweis hier, ne?
der jetzt irgendwie was aussagen könnte. Ich bin ein wenig ratlos. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich weiß nicht genau, wo ich jetzt suchen sollte. Weil die Tankstelle haben wir eigentlich, ja, soweit abgeschlossen. Mit den Fragen. Die Frage ist nur, was für ein Knall war das? Was könnte denn so einen lauten Knall verursachen, dass Menschen erschrecken? Also, dass Menschen dann auch flüchten. Was könnte das sein? Ein Unfall? Ah, vielleicht war das aber... Nee, Moment. Er war ja am Telefon und hat sich selbst vor dem Knall erschrocken, weil ich jetzt erst dachte, er wäre das mit dem Unfall gewesen, aber nein, es kann nicht sein. Das heißt also, es war was anderes, aber was? Was war es gewesen? Und vor allem, er guckt ja auch hier in die... Warte mal, in welche Richtung guckt er denn? Er guckt in die Richtung. Ja. In die Richtung guckt er, aber was soll da? Was haben wir denn hier? Missing Cat. Ach, was? Lost Cat. Lost Cat. Dance Club. Is it to need somebody? I need somebody. Er ist auf jeden Fall hier lang gefahren. Ich frage mich gerade, ob hier vielleicht noch was ist. Aber ich glaube nicht. Also es sieht zumindest nicht danach aus. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Nein. Eine sinnlose Ecke. Ja, puh. Ich weiß nicht, ob wir da noch später... Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wir können das immer noch regeln. Vielleicht finden wir noch später noch ein paar Hinweise. Kommen wir nochmal drauf zurück. Würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Weil bevor wir uns jetzt hier einen Affen suchen. Ist hier vielleicht noch irgendwas irgendwie? Was ist das, ein Hotel? Hotel. Oder? Nein. Office. Office ist ein Office. So. Boah, Alter, diese Geister. Geht weg, ihr Geister. Vor allem frage ich mich auch, warum wir Farbe haben und die anderen Geister nicht. Das ist sehr merkwürdig. Wir sind der Geist der Verdammnis. Hey, ein alter Football. So, schauen wir mal. Können wir irgendwas sammeln? Irgendwas zum Lesen? Ah, guck mal an hier. Sehr schön. Ewige Flamme gefunden. Noch 10 Stück. Das ist so gruselig, ne? Das ist unglaublich. Ja, zumindest für mich. Ach ja, die Lebenden laufen ja dadurch. Stimmt ja. Wir sind ja tot. So. Hier kommen wir nicht durch. Auch nicht zu sammeln, nicht zu finden. Das heißt, wir gehen mal hier weiter. Schwupp, schwupp, schwupp. Da haben wir noch was. Julias Gedanken. Salem sollte ein ruhiges Fleckchen sein. Die Art Ort, an dem du Probleme der großen Stadt entkommst. Aber allmählich fühle ich mich nicht mehr sicher, wenn ich im Dunkeln draußen bin. Ich sprach mit Ronan darüber und er versicherte mir, er sei der gefährlichste Typ in der Stadt. Aber seine draufgängerische Art hilft nicht viel. Etwas an diesem Ort ist krank. Die Frage ist nur, was? Oh, ist das gemein. In meine Nase fließt gerade eine Duftwolke von Essen. Und ich habe ein wenig das Gefühl, dass jemand am Grillen oder hat den Ofen angeschmissen. Und es riecht so lecker und oh Gott, nicht. Ja. So. Plakette des Hauses des Urteils. Kleiner Moment. Bekam aus dem Urteil, bekannt... als Haus des Urteils, formals Residenz des Richters John Hathorne, 1641 bis 1717, der bisweilen in seinem eigenen Wohnzimmer Gerichte hielt und die Angeklagten in seinen Keller einsperrte, wie in
Kolonialzeiten üblich. Seine unglückliche Rolle in den Hexenprozess von 1692 befleckte seinen Namen dauerhaft. Und das ist... Okay, da geht's nicht lang. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Und das ist auch wahrscheinlich das, was wir immer sehen hier. Die ganzen Mauern und so. So war das halt hier früher. Nein, da möchte ich nicht lang. Oder? Oder möchte ich da doch lang? Nee, da möchte ich nicht lang. Wer weiß, was da auf uns wartet in der Ecke? Ich habe keine Ahnung. Und meine Nase geht immer mehr zu. Ich denke mal, dass ich gleich nochmal eine Allergietablette mir einschmeißen muss. Ah, jetzt sind wir einmal rumgegangen. Ist ja cool. Da kann man mal sehen, wie riesig das doch hier ist. Das ist unglaublich. Weil jetzt sind wir hier wieder am Tatort. Ist ja happy. Because I'm happy. So, Ronan stellt die Frage. Heute fragte er mich. Und ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ich will mit ihm zusammen sein. Ich liebe ihn. Aber als er mir einen Antrag machte, konnte ich nichts sagen, als sei meine Stimme fort. Und er kniete dort, erdrückt von meiner Stille. Dann stand er auf. Es dauerte 5 Minuten, bis ich ihm sagen konnte, dass ich nachdenken muss. Oder habe ich es jetzt vermasselt? Puh. So, da waren wir wieder am Tatort. Gut, dann hätten wir... Da hinten war ja sonst nichts mehr, ne? Ich glaube nicht, ich glaube... Oder war hier noch was? Ah, hier geht's auch noch weiter. Ich höre schon wieder den Bahnübergang. Da geht's nicht lang, oder? Ah, nee, doch. Cool. Froh, dass hier... Ah, guck mal einer an. Miau. 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 Schon wieder eine Katze, die wir wahrscheinlich irgendwann gebrauchen könnten. Oder können. Die kann dann wahrscheinlich hier raufspringen. Ja. Aber wir kommen mit der Katze, glaube ich, nicht hier durch, oder? Ich probiere das mal. Kleinen Moment. Miau. Miau. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Aber die kann er hier nicht durch, ne, oder? Au, ah! Sie kann springen, indem sie rennt. Oder? Cool. Ah, indem man rennt, kann sie springen. Ah, okay, verstehe. Okay. Mein Gott, Felix. Was machst du denn da? So läuft doch keine Katze. Ich jag meinen Schwanz, 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 ich jag meinen Schwanz. So, Entschuldigung. Jawohl. Alle hopp. Wow. Ah, ja. So. Danke, Kitty Cat. Dann können wir mit der anderen Katze ja eigentlich theoretischerweise dasselbe tun, oder? Ach, guck mal an. So, 7 mehr zum Aufdecken. Der Geschichte benötigen wir. Ja, ich werde nochmal zu der Katze dann gehen. Da war nichts. Lauf, Forrest! Lauf! So. Hello again. Ja, das mit dem Autorätsel hier, das ist auch schon Hammer, ne? Irgendwie. Dass wir da nicht weiterkommen. Huch. Verdammt, wo war die Katze? Ja, die Tankstelle? Das müssen wir irgendwie lösen. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Was wir da tun können. Oder beziehungsweise, falls ihr eine Idee habt, wo wir vielleicht noch einen weiteren Zeugen oder einen Hinweis finden könnten. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, in die Comments.
In die Pommes. In die Pommes. In die Pommes, Kommis. Hier waren wir auch noch nicht, ne, oder? Wo sind wir denn hier? Hallo? Ah, ja. Finde ich supi. Jawohl, sehr schön. So, was war hier? Ah, ja. Ah, okay. Jetzt mal eben kurz gucken, wo die Katze war. Wo waren... Ah, hier vorne war das, ne? Genau. Aber wie kommen wir denn dann dahin zu dem... Müssen wir mal schauen. Hey, Kitty Cat. So. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Vielleicht hier über die Tonne? Nein. Es wird mir auch nicht angezeigt irgendwie. Gerade. Ob ich springen kann oder so. Ah, hier. Miau. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Ah, ja. So, wie komme ich jetzt... Komme ich jetzt darüber? So. Alli hopp. Wie komme ich denn nach oben? Ah, so. Jawohl. Sehr schön. Jawohl, noch vier Stück. Die müssen wir noch finden. Die vier. Jawohl. Miau. 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 So. Ciao, Kitty Cat. Ja, miau. Aber ich frage mich immer noch, wie wir dann hier hinterkommen zu dem Dingen. Also wir wissen auf jeden Fall, hier ist eins. Das, dann wären das noch drei. Aber ich weiß nicht, vielleicht müssen wir... Was ist mit seinem Gesicht denn? Ich bin der Terminator. I'm the Terminator. Der war ein bisschen zu lange auf der Sonnenbank, glaube ich. In der Geisterwelt zumindest. Okay, da kommen wir nicht rein. Vielleicht müssen wir irgendwie schaffen, das zu entfernen. Ich weiß nur noch nicht wie. Vielleicht finden wir das noch irgendwie raus. Müssen wir mal schauen. So, ich gehe da nochmal hier lang. So, wo sind denn dann die anderen zwei? Das ist eine gute Frage. Weil die möchte ich schon gerne finden, bin ich ganz ehrlich. Um mal die Geschichte aufzukammern hier. Okay, hier war aber nichts gewesen. Ich stehe in der Rutsche. Kann man hier die Tür entfernen oder so? Nein, es geht leider nicht. Okay. Ich habe immer Angst vor dem schwarzen Nebel, also vor dem dunklen Nebel, dass wir da irgendwie angegriffen werden. So. Hier war ja sonst auch nichts mehr, ne? Oder? Vielleicht können wir hier noch eine Tür entfernen. Ah, ja. Aber hier ist nichts. Oder? Wo kommen wir denn jetzt hin? Ah, guck mal einer an. Was ist denn hier passiert? Mein Leben überdenken? Diese Straßenkämpfe. Kaum zu glauben, dass ich so lange gelebt habe. Information, Prügel. Es war abgefahren, wie oft sich jemand mit mir anlegte. Von klein auf. Anfangs wollten sie mir einen Dämpfer verpassen. Dann etwas mit den gescheiterten Versuchen, mich zu verprügeln, beweisen. Hat sie denn nie einer gewarnt? Schlafende Hunde soll man nicht wecken. So, ach, jetzt sind wir hier, wo wir das Mädchen da kennengelernt haben. Grace
Todesursache. Opfer starb an massiven, stumpfen Trauma, als das Bücherregal in ihrem Geschäft auf sie stürzte. Okay. Ich höre eine Katze. Was können wir... Ah, okay. Das machen wir noch. Miau. Ich finde es total cool, dass man natürlich auch dann mit der, wenn ich mal so ein bisschen drauf zurückkomme mit der Elgato Game Capture Karte, ist es ja so, dass man gar nicht mehr so auf die Uhr gucken braucht. Weil man sagt einfach, ach, weißt du was, ich mach da noch ein bisschen oder mach noch ein bisschen länger. Ne? Ich finde ja so 20 Minuten, eine halbe Stunde ist ein okay, eine Zeit, kann man gut machen, kann man sich gut reingucken oder anschauen. Und da braucht man nicht so wie bei der Share-Taste bei der Playstation dann immer, ah, oh, 15 Minuten, oh, die sind um, ich muss jetzt aufhören. Ne, hier hat man einfach Zeit, man macht's und fertig. Hallo? Wie überspringen? Kommen noch Fragen? Hallo? Ich überspringe das mal. Weil irgendwie kam da jetzt kein... Ich habe nichts gehört. Finde einen Weg weiterzugehen. Du wirst nie entkommen. Okay, hier ist die Tonspur irgendwie weg. Also zumindest im Spiel. Finde ich ja super. Und anscheinend kann man da auch nichts machen. Ja, super, mega klasse. Finde ich ja toll. Wo ist denn die Katze? Ah, hier. Kann ich... einfach runterspringen? Ja, das geht. Okay. So. Nee, aber sonst eigentlich ist... So, C. Nielsen, Familienfoto. Wir waren nervös wegen der Anzahl an Kerzen und Öllampen, die Claire im Haus hatte. Sie liebte gedämpftes Licht, besonders bei ihren Seancen. Sie hat sie nicht ernst genommen. Sie wollte bloß mit roten, mit toten Berühmtheiten sprechen. Okay. Was wollte ich sagen? Nee, aber auch so allgemein die Game Capture D60, die ist schon, die Elgato, die ist schon total geil. Also, wie gesagt, man kann sogar auch damit streamen auf Twitch oder X-Belieben, wie gesagt, Seiten da. Und das ist so einfach. Man klickt einfach auf den Button und dann läuft's. Und auf 1080p sind jetzt die Videos, nicht nur auf 720. Natürlich für euch beste Qualität. Krass. Hier waren wir schon, ne, oder? Oder waren... Ach, jetzt sind wir hier. Ah, so, okay. Schauen wir uns doch noch ein bisschen hier um, weil kann ja sein, dass wir noch ein paar Hinweise hier finden. Ah, ne, jetzt sind wir wieder hier. Ah, so, okay. Aber hier war, glaube ich, auch nichts mehr gewesen. Da fehlt... Ah, hier ist noch ein Ding. Jawohl. Oder? Kann ich das nicht... Hallo? Wieso kann ich das nicht aufdecken hier? Ich kann das nicht aufdecken. Ich weiß nicht warum. Den Waggon hier. Oder das Wägelchen. This way to street. Als ob ich das nicht weiß, dann geht's zur Straße. Ja, du bist ein braver Junge. Infos zum Mörder. A Grace Werbefoto. Werbefoto des Opfers mit ihrer Hand über ein Kristall, über einer Kristallkugel. Eine kleinere Gedenkenfeier wurde einige Tage später abgehalten. Wir sind schon so viel jetzt über die ganzen Morde, das ist unglaublich. Aber hier kann ich nichts tun, ich weiß nicht. Also momentan spackt es ein bisschen rum. Ja, mein Gott. Müssen wir mal gucken, vielleicht nächstes Mal war ein Neustart oder so. Jawohl. La 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 la. Ist hier noch was? Ah, hier waren wir auch, ne? Genau, hier waren wir schon gewesen. Hier war, glaube ich... Hier war, glaube ich, nichts irgendwie. Und hier sind wir wieder hier, jawohl. Okay, sehr schön. So.
Ich gehe hier durch den Wald. So, da sind wir wieder an unserem Tatort. Machen wir dann hier eine klitzekleine Pause und sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder am Murder Suspect. Und ich hoffe, ihr seid dann mal noch mit dabei. Und dann gehen wir endlich Richtung Kirche. Richtung Kirche. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann immer wieder oder immer noch mit dabei. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also, macht's gut. Ciao.